Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein Referat geben zu können. Vielleicht ein paar Erklärungen vorab zu dem Hintergrund sozusagen. Warum steht jetzt da Siemens drin oder auch nicht Siemens? Ursprünglich habe ich mich auf die No-Touch 2018 sehr gefreut. Dachte, da kannst du einen schönen Vortrag halten über Theorie, über Wissen, über Philosophie. Und dann hat der Simon gesagt, ja, im Fokus machen jetzt IT und HR. Und dann dachte ich mir, naja, also ich habe zwar 10 Jahre mit einer Kommunikationsabteilung gearbeitet, aber HR, da fühle ich mich jetzt echt nicht wirklich sattelfest, wie so eine HR-Abteilung von innen aussieht. Und hatte versucht, einen Vortrag eben bei der Siemens AG zu bekommen, der so in Richtung HR geht. Und das hat sich einfach aus organisationalen bzw. Termingründen zerschlagen, sodass die Zeit sehr knapp wurde. Ich aber während dieser Zeit irgendwie so eine Idee entwickelt habe, was ich vielleicht trotzdem hier irgendwie sagen könnte, was vielleicht hilft oder eine andere Perspektive reinbringt. Und nachdem das dann von den Timelines alles so kurz war, habe ich mich entschieden, das sozusagen hier als freier Denker zu machen. Ja, warum Amateurmusiker? Weil ich feststelle in den letzten Jahren, dass viele Herausforderungen, die wir haben mit Tools, eigentlich im Privatleben sich genauso anfühlen wie in der Arbeitswelt. Also da ist, wenn man so ein bisschen abstrahiert, ist gar nicht so viel Unterschied dabei. Und ich schöpfe also viel mehr dann auch aus diesen Wissensbeständen. Und es hilft auch manchmal, so Herausforderungen im Business, finde ich ganz anschaulich zu erklären, wenn man mal in einen anderen Bereich wechselt. So. Ob das jetzt heute funktioniert oder nicht, das wissen wir in einer halben Stunde oder wenn wir dann ins Netz schauen. Genau. Und noch eine kleine Warnung, also es wird sehr wissenschaftlich, insofern bin ich sehr dankbar für den Vortrag vorher, als wäre es geplant gewesen, wo eigentlich schon natürlich immer mit diesem Gestus der Entschuldigung so, wir verwenden auch Theorien, ja, muss man sich also auch schon entschuldigen und es ist sozusagen eigentlich die Steilvorlage, ja, für das, was ich jetzt hier sagen möchte. Und es war gestern im Chat auch jemand, der gesagt hat, oh, da wird so viel drüber gesprochen, was nicht funktioniert und so, da mache ich jetzt aus, ja. Also an all diese, ja, machen Sie aus. Oder wenn Sie Theorie nicht mögen, gehen Sie raus aus dem Chat, weil es wird jetzt ein Plädoyer für Theorie, für theoretisches Wissen. Ich werde Sachen beschreiben, die nicht funktionieren, Fehler, die man seit 20 Jahren macht. Mit dieser naiven Idee, dass wenn ich die Gründe dafür auch nenne, warum es nicht funktioniert hat, dass man dann doch was Positives draus machen kann. Ja? Aber wer das nicht aushält, genau, der soll sich vielleicht eher einen Kaffee holen oder so. Und der Simon hatte eigentlich auch schon in seinem Vortrag ein Bild für das Wissen, auf dem wir aufsetzen, nämlich diesen Riesen da, ne? Also das ist ja genau die Idee, wir stehen auf den Schultern von Riesen und das soll ja die Wissensbestände, die eine Kultur hervorgebracht hat, symbolisieren. Da ist mir nun aufgefallen, der sah nicht so sehr sympathisch aus, dieser Riese irgendwie. Da kann man an dem Bildmaterial nochmal arbeiten, ja. Letzte Vorbemerkung, ja, ihr habt es vielleicht mit einem traumatisierten Referenten zu tun, weil ich nämlich 97 Diplomarbeit geschrieben habe über Personalentwicklung in lernenden Organisationen und ich dachte dann immer, aufgrund dieser Umwege, auch diese biografischen, war ich dann schon ein bisschen älter und ich hatte aber immer noch den Glauben, ich könnte irgendwie in die strategische Personalentwicklung gehen. Und hatte dann ein Bewerbungsgespräch bei einer großen Unternehmensberatung, die eine ganz, ganz interessante Change-Management-Truppe zu der Zeit hatte. Und dann habe ich dort beim Bewerbungsinterview dann den entsprechenden Personalentwickler getroffen. Und dann hat er irgendwie zu mir gesagt, so, ja, strategische Personalentwicklung, da will ich hin, Veränderung, Organisationsentwicklung, das alles verbinden. Da habe ich gesagt, Sie glauben nicht wirklich, dass es sowas gibt, oder? Und da war für mich zumindest klar, dass das nichts mehr wird. Wahrscheinlich war ich irgendwie auch zu männlich, zu alt.
und zu weiß, man weiß es nicht. Ja, wo komme ich her? Aus dem Wissensmanagement. Klang ja hier auch schon in Vorträgen an, dass das Wissensmanagement auch, ich sag mal vorsichtig, versucht hat, eigenes wissenschaftliches Wissen in gut 20 Jahren hervorzubringen. Ich bin da eher skeptisch, wie gut das gelungen ist. Jedenfalls bei mir ist das eben der Ausgangspunkt. Und der Ausgangspunkt sind auch viele Beratungsprojekte, die ich durchführen konnte. Und die beginnen natürlich immer mit so einer, ich darf nicht so weit gehen, wie weit darf ich denn gehen? So weit darf ich gehen, das geht, da kann ich noch drauf schauen. Also die beginnen halt mit einer Analyse und am Ende macht man eine Intervention, ja? Und dazwischen ist immer so ein magisches Moment und wir hatten auch ein Verfahren entwickelt, KMM, ein Reifemodell, so ähnlich wie dieses Garvin-Ding ist es, nicht ganz so gut von den Items, aber von der Idee ähnlich. Und dann macht man die Analyse und dann kommt die Intervention raus, so ein schönes Consulting-Modell. Und dazwischen ist immer diese Magie, dieses kreative Moment, ja, wo dann die Berater sagen, so und jetzt empfehlen wir dir irgendwie diese Maßnahmen. Und es ist immer nie so richtig klar, wie das eigentlich passiert. Und so schon nach 20 Jahren ist mir eigentlich klar geworden, wo da das Problem liegt. Also man muss halt eine Strategie entwickeln und eine gute Strategie ist auch zu sagen, das machen wir nicht, ja, ist überhaupt gut, zu wissen, was man nicht machen soll. Das ist in einer immer komplexer werdenden Welt manchmal hilfreicher, schon mal zu wissen, was man nicht weiß und was nicht funktioniert. War natürlich nicht so ganz das Ziel im Geschäftskontext. Und die Lösung dafür ist eigentlich, wenn man Wissensmanagement ernst nimmt, dass man sich das Wissen anschaut, um das es geht. Ist dieses Wissen relevant? Wie gut sind wir dabei? Welche Komplexität hat das Wissen? Das ist ja so der absolute Knackpunkt. Wenn man irgendwie nicht so weiß, wie komplex ein Problem ist, vielleicht nimmt man sich ersatzweise mal her, wie lange das Problem, die Lösung des Problems vermeintlich dauert. Also es ist halt was anderes, wenn ich Wissen brauche, um gut einen Podcast zu machen oder gut was zu zeichnen, ist was anderes, als wenn ich eine ganze Transformation von einem Unternehmen durchführe. Und da man Komplexität immer so schwer messen kann, und da gibt es in dem Verfahren gibt's so ein paar Tricks, wie man Wissenskomplexität beschreiben kann. Aber einfach ist sich mal zu fragen, wie lange dauert es denn? Und dann, wenn das dann so ein paar Jahre geht, dann müsste man eigentlich ja viel weiter noch in das Wissen reingreifen, wie denn die Intervention zu gestalten ist. Vernetzung, Verteilung spielt eine Rolle. Ähnliche Modelle gibt es im strategischen Kompetenzmanagement. Springen wir drüber. So, man merkt schon, alles kompliziert. Findet man fast niemanden, der das machen kann und machen will, weil sich mit Wissen zu beschäftigen, sehr theoretisch. Deswegen gibt es einen kleinen Trick. Und ich habe vor 2 Jahren ja eben Wissensmanagement vorgestellt, als das Finden einer Balance zwischen einer Personifizierungsstrategie und Kodifizierungsstrategie. Da fliegt dem Praktiker natürlich schon das Blech weg, also allein mit diesem Izierungs, so, das ist schon total theoretisch, ja. Da muss man sich schon fast dafür entschuldigen, ja. Wenn man das irgendwie hinbekommt, ich kann auch sagen, hier geht es um Wissensaustausch über Personen direkt und hier geht es irgendwie über Dokumente und Informationen, dann kriegt man das irgendwie verbal schon so hin, dass es gut verständlich ist. Und es geht halt um eine Balance. Wie heißt das jetzt? Knitz, also dass die Schwaben ein eigenes Wort haben für Yin und Yang, Balance, hat mich total fasziniert. Weil es geht halt ganz häufig um Balance. Und wir haben es, glaube ich, auch eben wieder gesehen, Wissensmanagement ist meiner Meinung nach halt nicht derjenige, der alles kodifizieren will, sondern es ist das Finden der Balance zwischen dem einen Austausch und dem anderen Austausch von Wissen oder Weitergabe von Wissen. Wenn man das mal hernimmt, das Modell, hat man den Vorteil, man muss diese ganze Ochsentour über die Definition des Wissens nicht machen, die muss man später natürlich machen, aber für einen Einstieg kann man sagen, das ist so eine Balance zwischen diesen beiden Strategien. Dann sieht man auch ganz gut, glaube ich, warum Wissensmanagement nicht so gut funktioniert hat. Und man kann sich im Übrigen auch fragen, wie viele Modelle ich denn brauche. Also wenn ich ein sehr komplexes Problem habe, das eine Transformation über Jahre beschreibt, dann langt es halt nicht irgendwie ein Modell zu haben. Dann brauche ich wahrscheinlich irgendwie viele Modelle und viele Theorien, um das irgendwie erfolgreich machen zu können. Und ich habe hier, sieht man das eigentlich, also ich habe hier auch diese ganze Seite Wissen entwickeln,
das macht eigentlich das Innovationsmanagement auch mal weggeblendet. Also ein wird ja immer auch gefragt nach Handlungsempfehlungen für Wissensmanager. Also die Wissensmanager haben genügend zu tun, wenn sie allein diese, ja, also jeder versucht immer das Portal zu bauen oder die Disziplin zu bauen, wo er alle umarmt und so. Ja. Ich glaube, Wissensmanagement hat genug zu damit zu tun, wenn man es schafft, eben diese Seite Wissen besser zu nutzen, Wissen besser zu vernetzen und das in Balance zu bringen. Schwierig genug. Ja. Das ist so ein verdichtetes, minimalistisches Modell aus Probst und 130 anderen Modellen. Also das habe ich nicht selber, das hat der Peter Heisig gemacht, die 130 Modelle, so analysiert. Da bin ich auch auf den Schultern von ihm sozusagen gesessen. Und Wissensmanagement neigt eben immer zu dieser Schieflage. Im Wissensmanagement wird irgendwie, wir schauen immer auf die Kodifizierung, wir schauen immer auf die Tools, es müssen Ergebnisse erstellt werden. Also diese Schieflage ist halt schon zum Synonym für Wissensmanagement geworden, weshalb der Simon und Cognion eben, denke ich, auch sagen, wir müssen diesen Lernbegriff da mit reinnehmen. So, was hat das Ganze jetzt mit, ich habe ja gesagt, es gibt eine Gebrauchsanweisung, beziehungsweise es gibt zwei Gebrauchsanweisungen. Das war jetzt so der allgemeine Teil, der gilt eigentlich für Wissen und Lernen. Und der Hinweis sozusagen, warum es eben diese Schieflage, die sehe ich halt eben auch, wenn man jetzt über natürliche und künstliche Intelligenz spricht. Also diese Gefahr ist bei weitem nicht gebannt, dass wir wieder so auf diese Kodifizierungs- und Digitalseite rutschen und nicht die Balance finden, weil der Hype um künstliche Intelligenz, bei der es viele, viele Fortschritte gegeben hat. Also ich bin selbst in der KI-Abteilung bei Siemens angestellt mittlerweile, also wo genau diese Konzepte und Wissensrepräsentation untersucht werden. Aber es ist schon so, dass natürlich eine KI nicht alles kann. Manches vielleicht prinzipiell nicht, da kann man sich drüber streiten, aber auf alle Fälle kann die heute ganz viel noch nicht. Und wenn man was lernen kann aus der Geschichte des Wissensmanagements, denke ich dann eben auch, dass man diese Balance eben knitz halten sollte und diese Gefahr sozusagen, dass wir auf diese natürlich auf die künstliche Schiene rutschen, die sehe ich durchaus mit den ganzen Investitionen, die da kommen, weil Tools sind halt einfach toll. Ich habe heute gar kein Tool mitgebracht, ich habe ein Instrument mitgebracht. Mal gucken, ob es noch dazu kommt. Genau, und warum zwei Gebrauchsanleitungen? Naja, jetzt kann man ja dieses Bild eben von dieser Kodifizierung, die einen sind eher so bei den Tools und bei der Kodifizierung und die anderen, die sind eher bei den Personen. Dieses Bild kann man jetzt ja vielleicht darauf anwenden, auf die Frage, wie ist es denn jetzt mit dem Verhältnis von HR und IT? Und ich habe es da, der Joachim hat es einladend gesagt, das ist irgendwie, habe ich es ganz gut an der Stelle mit meinen vielfältigen Interessen und Erfahrungen. Ich kann es halt in einem Gehirn machen. Ja? Vielleicht nicht so gut, wie wenn es ein Team macht, weil ich ja jetzt sozusagen dann zu Recht im Verdacht stehe, dass ich in keinem Bereich so richtig tief drin bin. Aber ich kann immerhin in einem Gehirn mal versuchen, eben zu sagen, wie sieht denn so eine IT-Sicht aus, wo jemand was entwickelt, Software entwickelt, und wie sieht es denn aus einer HR aus? Oder zumindest eine Non-IT-Sicht. Und IT würde ich mal eher sozusagen auch mit Softwareentwicklung umschreiben. Wohl wissen, dass sozusagen IT mehr ist als Entwicklung. Aber wenn man sich ganze DevOps-Geschichte anschaut, geht eigentlich alles in Richtung Entwicklung. Eher machen die Entwickler die Operations mit als umgekehrt. Naja, also die Nicht-IT, die stellt immer die Kultur in den Mittelpunkt. Das irgendwie auch auf Konferenzen seit 20 Jahren hört man immer, dass die Kultur so wichtig sei. Das ist schon wichtig und das ist auch richtig, aber die Erkenntnis ist halt nicht neu. Man könnte sich fragen, warum das so schwer umzusetzen ist. Dann, sie stellt sozusagen den Menschen in den Mittelpunkt, zumindest häufig rhetorisch, und die IT ist eher Mittelpunkt. Ja? Und so, sie versucht eher eine IT, aus einer IT-Sicht, aus einer humanen Sicht, versuche ich eben eher mal Meetings, Events zu organisieren und weniger Plattformen zu bauen. Man könnte sich die Frage stellen, aus so einer humanen Sicht, was war da mit der Automatisierung? Wo hat da Automatisierung stattgefunden in den letzten Jahren? Was war die letzte Innovation in der HR? Das müssen jetzt diejenigen beantworten, die in diesem bitte? Also, werfen mit Schuhen als Innovation in der HR. Und natürlich auf der IT-Seite haben wir natürlich diese ganzen Veränderungen, sozusagen man hat den Fokus auf
auf die Technik. Der Mensch wird häufig als User bezeichnet. Ja. Eine IT schaut sehr gerne auf Fragen wie funktioniert, funktioniert nicht. Also es wird gar nicht mehr geschaut, irgendwie wie viele Klicks braucht der und ist der glücklich oder nicht, sondern ganz häufig erlebe ich mit der IT, funktioniert doch. Ja. Und wenn man sagt, ja, es ist irgendwie langsam, sieht bescheiden aus und ich brauche 10 Klicks, funktioniert doch. Hier habe ich 13, bei dir 5. Ach so, siehst du? Ich dachte, das ist besser. Lieber gehe ich zurück, als dass mir 8 Minuten fehlen. Du, ich habe so viele Bilder und Zettel hier, alles passt schon. Ja, ja, ich wollte so ein bisschen, genau. Okay, das Problem hatten wir schon mal. Ne? Genau so. Muss halt dazulernen irgendwie, ja, das ist schwierig. Jedenfalls in der IT haben wir diese ganzen Automatisierungserfolge und man kann wahrscheinlich relativ leicht sagen, wann die letzte Innovation war. So, auf der IT-Seite hat man eher irgendwie, jetzt wird es echt schlimm, philosophisch, ich darf mich nicht bewegen. Also die IT hat eigentlich eher so ein technomorphes Bild, also glaubt eher, dass der Mensch so wie Technik ist. Bestes Beispiel war gestern irgendwie Denken ist wie Googlen, nur krasser. Also wir wenden sozusagen Sachen, die genuin eigentlich was mit Psychologie, mit Menschen zu tun haben, eben ganz gern dann irgendwie, also da werden Technikmetaphern drauf angewendet. Wenn man den Eindruck hat, dass die Nicht-IT eher so ein anthropomorphes Bild von der Technik hat. Also man stellt sich vor, dass eben eine künstliche Intelligenz so ähnlich sei wie eine menschliche Intelligenz. Ja? Was soll man auch machen? Also wenn man diese Sachen eben selbst nicht gesehen hat, nie von innen gesehen hat, nie erschaffen hat, dann muss man eben zu diesen Metaphern greifen. Aber da liegt halt häufig der Hase im Pfeffer, weil also eine künstliche Intelligenz funktioniert halt nicht so wie eine menschliche Intelligenz. Haben wir jetzt hier nicht die Zeit, um über neuronale Netze zu sprechen, die ja dann eigentlich eher so ein Gehirn so ein bisschen nachbauen, allerdings ohne Körper und die ganzen Sensoren, aber eben ganz viel der künstlichen Intelligenz, diese Chatbots, die irgendwie, das ist mehr so scripted reality irgendwie, da macht einer ein Skript, was so abläuft und so, das ist natürlich ein Zerrbild und ein ganz starres Regelkorsett und Menschen sind zum Glück dann eben anders. Aber schon allein so sprachlich, denke ich, hat die IT echt also die Nase vorn. Ne? Also wir reden wie ganz selbstverständlich von Implementierung, wenn wir soziale Zusammenhänge nennen. Also alles ist ein Use Case. Ja? Also ihr habt super gemacht jetzt die Vorredner, weil es war wirklich auf einem Abstraktionsniveau, wo es gut gepasst hat. Aber was nicht alles ein Use Case ist, ist unglaublich. Ja? Also demnächst sagt mir irgendwie jemand, unser Familienausflug ist ein Use Case oder so. Also diese ganze Sprache, ne, die dringt also massiv sozusagen aus der IT. Die IT sagt uns jetzt, wie wir Organisationen bauen, obwohl es eigentlich diese Disziplin seit 50, 60 Jahren gibt, wie man Organisationen baut. Wenn man sehr tief in die Wissenschaftstheorie reingreift, dann kann man eigentlich diesen Dualismus im Denken eben tatsächlich in der Erkenntnistheorie und das ist ja nun die Disziplin, die sich eigentlich mit Wissen und Entstehung von Wissen beschäftigt, da kann man genau diesen Dualismus eben finden. Man kann da mal nachlesen, das ist alles nichts Neues. Ein Punkt, an dem sozusagen dieser Gegensatz sehr deutlich wird, ist, wenn man sich fragt, wie viele Theorien sind denn gleichzeitig richtig? Es gibt ja viele Theorien und der Naturwissenschaftler, der wird eher dazu neigen zu sagen, ja, es gibt eine Theorie. Und wenn Sie Sozialwissenschaften mal gemacht haben oder gar Psychologie, die eignet sich da besonders gut dafür, es anzuschauen, dann können Sie relativ entspannt damit umgehen, dass mehrere Theorien über sehr lange Zeiträume richtig sein können. Das heißt, wenn Sie sich einarbeiten in klinische Psychologie, ist nun überhaupt nicht irgendwie mein Schwerpunkt, aber man kann es da sehr schön veranschaulichen, dann müssen Sie ein Phänomen, jemand hat irgendwie ein psychisches Problem, das müssen Sie plötzlich für eine Prüfung da mal in Psychologie aus 3 bis 4 verschiedenen Perspektiven erklären.
ja, aus drei oder vier, die sagen, ja, also so die psychodynamische Theorie sieht das so, die humanistische Psychologie so, die Verhaltenstherapie so. Das schult unglaublich, dass mehrere Theorien richtig sein können. Übrigens, dass drei oder vier Theorien wissenschaftlich parallel richtig sein können, heißt eben nicht, dass sie sich jetzt beliebig selber ihre Welt bauen können. Ja? Googeln Sie, suchen Sie irgendwie das schönste Bild, die schönste Grafik irgendwie für eine Präsentation aus. Das hat aber mit Wissenschaft irgendwie nichts zu tun. Also nur die Tatsache, weil sozusagen es nicht die eine Wahrheit gibt, heißt nicht, dass Sie sich Ihre Welt so in à la Pippi Langstrumpf machen können, wie Sie wollen. Das ist meistens die größte Hürde eigentlich zwischen Sozialwissenschaftlern und Naturwissenschaftlern. Und aufgrund der Erfolge der Technik, ne, und der Algorithmik wäre es halt immer schön, wenn diese eine Theorie gleichzeitig richtig ist. Sie können aber schon viel früher, auch wenn es drei oder vier wissenschaftlich gesicherte Theorien gibt, können Sie die sehr guten Gewissens verwenden. Ja? Das ist kein schlechteres Wissen, es kommt sozusagen nur aus einer anderen Tradition. Jetzt ist dann eben die Frage, was ist wissenschaftliches Wissen? Insofern war der Vortrag eben schon auch eine Steilvorlage, weil so, was ist Wissenschaft, was ist nicht Wissenschaft? Eigentlich gehören genau diese Fragen an die Uni, um zu wissen, auf welchen Ideen, auf welchen Konzepten ich überhaupt meine Handlungen, da meine Intervention aufbaue. Es gibt eine Unterscheidung, die sehr hilfreich ist, zwischen Orientierungswissen und Verfügungswissen. Verfügungswissen ist, wenn ich so ein Rezept habe, ja, da kann jeder, der das Rezept halbwegs versteht, handeln und es kommt dann hoffentlich das Richtige raus. Das ist ja immer das, was gesucht wird nach Rezepten. Es gibt aber auch Orientierungswissen, wo ich in einer sehr unübersichtlichen Welt, und die Welt wird ja angeblich immer unübersichtlicher, eben verschiedene Konzepte kenne, mir so eine Landschaft bauen kann. Das ist eben auch wichtiges Wissen und es gibt da wissenschaftliches Wissen dazu. Und manchmal erlebe ich irgendwie den Alltag eher so als den Kult der Amateure. Das Buch ist auch schon älter, von Andrew Keen. Das heißt, man macht einfach mal was, man macht einfach mal was anderes. Man möchte eigentlich hochkomplexe Sachen machen und man, bevor man sich viel mit Theorie beschäftigt, macht man einfach mal los. Und das ist ziemlich modern geworden und das finde ich jetzt eigentlich wenig schlüssig, ja. Schauen Sie in ein paar Bereiche, die auch komplex sind, aber auch nicht komplexer als der Umbau einer Organisation. Schauen Sie in die Medizin. Wollen Sie da von jemandem irgendwie operiert werden, der irgendwie gesagt hat, ich habe gestern irgendwie ganz gutes Pflaster draufgeklebt, ich mache jetzt, glaube ich, mal irgendwie die Herz-OP oder so. Da würden Sie sagen, bloß nicht, ich will einen Profi, ich will keinen Amateur, ich will einen, der sich sozusagen, der auf Erfahrung oder aber auch auf wissenschaftlichem Wissen aufsetzt. Ja? Also da, glaube ich, ist manchmal die Rede von den postfaktischen Zeiten doch irgendwie so eine Mahnung. Und vielleicht sozusagen, wenn ich irgendwie jemanden dafür begeistern kann, dass er in Theorien reinschaut, sich mit theoretischen Konzepten beschäftigt, weiß, er braucht irgendwie mehr Theorie und mehrere Konzepte, um ein wirklich schwieriges Problem zu lösen. Gerne auch 20 so einfache Frameworks, die man zusammenbauen kann. Aber sagen, wenn mir das gelingt, dann ist viel erreicht, denke ich, für den Talk heute. So, an was kann man sich noch festhalten? Und das war natürlich noch besser, dass sozusagen die Vorredner eben auch schon mit dieser Geste der Entschuldigung, ja, die Blum'sche Taxonomie verwendet haben, eben auch in der revidierten Version. Die ist nämlich schön, weil sich nämlich da die Bewertung und die Kreation umgedreht haben. Ich glaube, es ist eigentlich gar keine Pyramide mehr. Eigentlich sind es so zwei Dimensionen. Auch da habe ich jetzt mal heute so ein bisschen vereinfacht. Habe aber so ein schönes Bild gefunden dazu, so ein präsentables. Naja, und an was soll man sich denn noch, soll man sich festhalten, sozusagen an einer unübersichtlichen Welt, wo alles komplex ist, es gibt nicht nur eine Wahrheit, es gibt viele Wahrheiten. Und da, finde ich, ist der Blum, der sich eigentlich darauf bezieht, was ich für kognitive Lernziele, also sehr im Geistigen,
abspielt oder abspielen soll, wenn ich Lernziele formuliere, der hilft da vielleicht, weil ich kann mich ja irgendwie fragen, ist dieser Mensch, der da irgendwie vorgibt, ein Professional irgendwie zu sein, kann der sich irgendwas erinnern und gibt vielleicht irgendwie nur so Phrasen wieder, ja, verstehen ist echt schwierig, weil das kann ich von außen nicht sehen. So, das sind jetzt die fünf. Dann sehe ich aber nichts. Achso, du hast mir diesen Tipp da vorhin gegeben. Ja. So. Apply wäre also das Anwenden dieser Information. Ja. Ist irgendwie hier so. So. Und Analyse ist dann, man sieht schon, Analyse ist schon was ziemlich Aufwendiges. Ja. Also was analysieren zu können. Was bewerten zu können ist auch, also ist eine sehr, sehr hohe Form von Wissen. Und etwas eben schaffen zu können, im schöpferisch tätig zu sein, ist eigentlich die höchste Form. Und man kann sich jetzt ja schon mal fragen, in einer Welt, wo auch so auch alle über Digitalisierung reden, wer kann denn sozusagen ganz schön drüber reden, wer kann es denn anwenden und ja, welche Gruppe, eher in der IT, eher in der HR, eher, ist egal, wen Sie nehmen, aber fragen sich, wer kann denn sozusagen wirklich was machen? Also wer kann denn was machen? Der Begriff des Makers, wer kann was herstellen? Und dann, denke ich, gewinnt man wieder so ein bisschen Orientierung und sieht auch, wo kann ich was gestalten und wo geht es vielleicht eher darum, nur was zu erinnern. Also das wäre sozusagen mein Lieblingsmodell fürs Lernen und für eine Orientierung in einer unübersichtlichen Welt. Wir hatten gestern ganz viel darüber gesprochen, dass also Lernen soll Spaß machen und wir haben eben, das Kaufhaus kam heute auch nochmal vor, also Konsummetaphern sind irgendwie sehr, sehr beliebt. Wir schauen, ja, wie macht es denn Spotify, wie machen es diese Konsumdienste? Man kann sich ja auch mal fragen, wenn ich etwas erschaffe oder so, oder wenn ich mich in was einarbeite, wo ich kreativ sein will, oder kreativ sein muss, macht das denn immer Spaß? Ja? Ist da die Konsummetapher der alleinselig machende oder muss man vielleicht noch was anderes daneben setzen? Also Technologie gibt uns ja eben immer mehr Möglichkeiten, das zu tun, aber auch zum Einsatz von komplexen Tools oder komplexen Instrumenten oder vielleicht gar nicht so komplexen Instrumenten, braucht es eben Wissen und Vorwissen und Kompetenzen. Der beste Prädiktor dafür, ob man was Neues lernen kann, ist eben der, wie viel man schon weiß oder wie viel man schon gelernt hat. Das ist dann so ein Lernen ist eben so ein selbstbeschleunigender Prozess. Und wenn Sie jetzt so ein Instrument spielen wollen, da kommt es jetzt zeitlich zum Glück für euch nicht mehr dazu vielleicht. Okay, dann werdet ihr auch merken sozusagen, ob ich da Profi oder Amateur bin. Da ist es irgendwie relativ klar, ist es gut oder ist es schlecht. Da gibt es diesen Moment irgendwie der Wahrheit, wo man sagt, kann der da was schaffen oder kann er irgendwie nur das Ding hochhalten? Ja. Gucken wir mal. Man sieht schon, für so ein Tool braucht es so ein bisschen Zeit. Eigentlich würde jetzt auch jeder... Gibt es Musiker hier? Ja. Nur so halb, also Amateur. Also ich bin auch natürlich Amateur, ja. Ja, das ist jetzt der Nachteil mit dem Mikro. Sieh dich bloß nicht in die Kanne halten, ja. Also bin ich da Amateur oder bin ich Profi oder ist mein Erstinstrument? Gucken wir mal. Ohne einspielen, ohne das Ding anzusammeln, geht eigentlich gar nicht. So. Dankeschön. Und wo bin ich? Bin ich Amateur? Bin ich gut? Wo bin ich so ungefähr? Dankeschön. Also mehr geistige Kompetenzen liegen mehr im Geistigen.
Genau, es gibt auch ein ganz schöne Algorithmen, wer welches Instrument wählt. Ist auch ganz lustig. Also ich bin nicht gut, ne? Merkt man, wenn ich mit anderen zusammenspielen würde und so, ich bin eigentlich im anderen Instrument besser, aber das ist ein bisschen unhandlich. Ja, bitte? Genau, also ist man Zweitinstrument. Aber man kann eben sagen, wenn man sich mal vorstellt, wie ist es, eine Sprache zu erlernen, wie ist es, ein Instrument zu erlernen, ich glaube nicht, dass sich das am Ende viel nimmt. Also eine Transformation von Menschen oder Organisationen zu unterstützen, das ist doch mitnichten einfacher als irgendwie eine Operation, als eine Fremdsprache zu lernen oder ein Instrument zu lernen. Ja? Und vielleicht, wenn wir sozusagen da uns das manchmal vor Augen holen, dann hilft es so ein bisschen besser, diese ganze Mystik zu entzaubern. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich habe die Zeichen diesmal richtig gedeutet. Und haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ne? Perfekt. Ja, okay. Dankeschön. Vielen Dank.